Die Siedler von Kanaan von dem Ülgio Verlag ist ein auf dem Brettspiel Die Siedler von Catan basierendes Aufbauspiel, wobei dieser Version ein biblischer Kontext hinzugefügt wurde. Der Spielplan zeigt das Land Kanaan, welches in 41 Landschaftsfelder unterteilt ist. Sie müssen dieses Land besiedeln. Es gibt 6 verschiedene Landschaftsarten, die verschiedene Ressourcen erwirtschaften. Wald bringt Holz, Weideland bringt Wolle, Gebirge bringt Erz, Hügelland bringt Lehm und Ackerland bringt Getreide. Zudem gibt es 2 Gold-Sonderfelder, in welchem alle Ressourcen erwirtschaftet werden können. Jeder Spieler beginnt mit 2 Siedlungen und 2 Straßen. Jede Siedlung bringt einen Siegpunkt. Siegpunkte erlangt man durch die Erweiterung des Besitzes in Form von neuen Straßen, Siedlungen und Städten, wobei eine Stadt 2 Siegpunkte bringt. Zum Bauen werden die Rohstoffe der Landschaftsfelder benötigt. In welcher Kombination kann im Detail in der Spielanleitung eingesehen werden? Straßen bringen keine Siegpunkte. Die Landschaftsfelder werfen Erträge ab, indem man mit den beiden Würfeln würfelt, die beiden Zahlen addiert und nun gibt die Summe an, welche Nummern Erträge abwerfen. Die Spieler erhalten dann Erträge, falls sie mit ihren Städten oder Siedlungen an diese Felder angrenzen. Beachten Sie, dass sie nicht überall Siedlungen aufgebaut haben können und so müssen sie manche Rohstoffe mit anderen Spielern erhandeln. Neue Siedlungen dürfen nur auf freien Kreuzungen gebaut werden, zu welcher eine eigene Straße führt und die nächste eigene oder fremde Siedlung mindestens 2 Straßen der Kreuzung entfernt ist. Neben dem Bau von Objekten kann man auch spezielle Karten erwerben, wie in etwa ein Kriegsheer. Derjenige, der als erstes 3 Kriegsheere aufstellt, erhält 2 Siegpunkte. Zudem kann man durch Opfergaben von Ressourcen auch Gottes Hilfe erlangen, wodurch Helden an ihre Seite treten. Diese bringen umfangreiche Vorteile im Handeln, welche im Detail in der Spielanleitung angesehen werden können. Zudem gibt es noch eine Vielzahl von Ereignis- und Siegpunktekarten mit einzigartigen Fähigkeiten, welche ebenfalls erworben werden können. Das Spiel endet, wenn ein Spieler als erstes in seinem Zug 11 Siegpunkte erreicht. Sie haben sich gerade das Video Die Siedler von Kanaan von dem Ülgio Verlag auf unserem Channel Spielregeln Spielanleitung angesehen. Das Video hat Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen.